Hallo, hier ist Toni vom Garten mit Rendite. Heute zeige ich euch mal meine Hütte. Ja, da bleibt ihr mal dran und nach dem Intro geht's weiter. Bis dann. Hallo Leute, hier ist Garten mit Rendite. Hier geht mal richtig die Hummel ab. Hier tanzt der Schmetterling von Blüte zu Blüte. Und es gibt Freipollen für alle. Und jetzt kommt der Film. Viel Spaß. Ja, und warum meine Gartenhütte hier nicht so zum Chillen geeignet ist, das seht ihr jetzt. Da kommt er mal rein und seid ihr mal gespannt. Ja, das hier, das sind keine getrockneten Gorilla-Hände. Nein, das sind meine Handschuhe für meinen Fitnessraum hier. Ich habe hier nämlich eine komplette Fitnesseinrichtung in meiner Hütte stehen, weil wir wohnen hier voll in der Pampa. Das ist viel zu weit hier, bis ins Fitnessstudio zu fahren. Da habe ich hier in der Hütte das voll eingerichtet. In der Ecke da haben wir eine Tür, weil ja, wo die hinführt, das weiß ich auch nicht. Habe ich noch nicht aufgemacht. Ja, von den Kurzhanteln hier, da habe ich jeweils ein paar. Die gehen los bei 7,5 Kilo. Dann langsam steigend, immer 2,5 Kilo werden die schwerer. Bis hin zur 20. Ja, sind eigentlich die gängigen Modelle und die ganz schweren. Habe ich hier nochmal 25 und 32,5. Ja, die waren zu extrem teuer. Also da habe ich die lieber aus so einem alten Gusshanteln zusammengebaut. Also die waren echt richtig teuer. Da kam ein Stück 150 Euro oder sowas. Also ja, das sind richtig hochwertige Kurzhanteln. Die haben eine richtige Gummiummantelung. Die sind auch richtig schön griffig. Also 1A Qualität. Ja Leute, und was braucht der Mann von heute? Eine Hantelbank. Ja, das hier, das ist schon ein halbes Half-Rack. Ein halbes Half-Rack ist auch gut. Hier habe ich auf jeden Fall noch einiges an Scheiben dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Ich glaube 110 oder 120 Kilo. Ja, das reicht für mich allemal. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin ja auch ein bisschen in die Tage gekommen. Die Hantelscheiben, die finde ich auch richtig gut, durch die Plastikummantelung hier. Da klappern die nicht so, wenn man die Stange hin und her bewegt. Die haben auch schöne Griffschlitze. Da kann man die richtig gut festhalten, ne? Also ich finde es richtig klasse, die Dinger. Die habe ich dann auf beiden Seiten, ist ja logisch. Obwohl man als Single rechts mehr Kraft hat als links. Da oben, das ist dann eine Klimmzugstange. Da hat man auch verschiedene Griffmöglichkeiten, aber ja, da bin ich viel zu schwer für sowas. Das ist gar nicht mein Ding. Hier unten, da seht ihr mal die Hantelaufnahme, wo man dann die Hantel reinlegt. Und da unten drunter, da ist noch ein Selbstmordschutz. Den zeige ich dann gleich mal. Ja, jetzt seht ihr das nochmal, wenn die Stange da drin liegt. So sieht das dann aus. Und hier unten, hier habt ihr nochmal den Selbstmordschutz. Aber wie gesagt, den zeige ich euch gleich noch. Wie der funktioniert, das ist ganz wichtig, wenn man allein trainiert. Ja, und hier, das kann man im Prinzip in der Höhe alles verändern. Hier hat man ganz viele Löcher drin. Das kann man in der Höhe praktisch da reinstecken, wo man es gerade benötigt. Ja, und da kann man sich das Ganze individuell einstellen, wie man gerade möchte. Hier haben wir noch einen Langhantel-Schnellverschluss. Die finde ich viel besser als wie die schraubbaren Verschlüsse. Weil das dauert einfach viel zu lange da, wenn man ständig die Scheiben wechselt. Ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Ding. Hier habe ich noch Anbauteile, die sind schon völlig eingestaubt. Da kann man Dips machen. Die habe ich schon lange nicht benutzt. Wie gesagt, völlig staubig. Aber wisst ihr was? Die teste ich gleich mal. Ja, Leute, da werde ich mal testen, ob ich das hier überhaupt noch hinkriege. Da wuchte ich mich hier mal hoch. Ich wiege fast 115 Kilo. Also, das geht schon ganz schön auf die Gelenke. Ich schneide jetzt hier mal 2 Minuten raus. Ihr wollt ja sicherlich nicht die ganzen 130 Stück sehen. Ja, so. Das ist schon ganz schön anstrengend gewesen. Da muss man danach richtig durchschnaufen. Und für die Anlage hier, da braucht man natürlich auch noch eine Bank, wo man drauf liegt.
Die habe ich auch noch hier. So, und jetzt zeige ich euch mal den Selbstmordschutz. Also der ist wirklich wichtig, wenn ihr alleine trainiert. Wenn ihr mal 100 Kilo da drauf habt, ihr könnt es nicht mehr hochdrücken und es liegt euch auf dem Hals. Ja, da werdet ihr blau wie ein Schlumpf. Da müsst ihr echt aufpassen. Das ist dann gefährlich. Oh, der alte Mann, der braucht eine imaginäre Aufstehhilfe. Ja, da schwenken wir mal zur anderen Seite rüber. Da haben wir links einen Haufen Gerümpel, wie gesagt. Das ist ja hier auch ein Lagerraum. So, dann haben wir hier meinen Zugturm. Das ist auch ein ganz feines Ding. Hier kann man einmal von oben ziehen. Also Lad ziehen kann man da machen. Hier unten, da haben wir auch einen Griff. Da können wir praktisch rudern und so eine Sachen machen. Für den Zugturm, da habe ich noch alle möglichen Griffe hier, die man so benötigt. Da kann man echt viele Übungen machen. Der Turm an sich, der hat Steckgewichte. Das war mir auch wichtig, dass ich hier nicht permanent hier die Scheiben wechseln muss. Man braucht ja dann auch viel mehr Scheiben, als wie man so schon hat. Weil man ja den Turm dann immer aufrüsten muss. Und so kann ich einfach stecken und fertig ist. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal, wie ich hier an dem Gerät rumwurschtel. Da mache ich jetzt mal ein bisschen Lad ziehen. Ja, der alte Mann hier, tja, der hat schon ganz schön zu kämpfen mit dem Gewicht. Ich weiß nicht, das Ächzen und Krächzen, ob das die Stahlbänder sind vom Turm oder die eigenen. So, das reicht von Lad. Jetzt können wir hier noch ein bisschen rudern. Das ist auch eine ganz feine Übung. So, gut für den Rücken, wenn ihr immer so ein bisschen Haltungsprobleme habt, so. Aber das muss man natürlich richtig sauber ausführen, den Rücken richtig gerade halten. Halt so eine rudernde Bewegung muss man halt machen. Aber ich bin ja auch kein Trainer, also ich mache das hobbymäßig. Da müsst ihr mal Experten fragen, wie man das richtig macht, ob das so korrekt ist. Ja, und wenn ihr so mit den Brüsten wackeln wollt, dann müsst ihr folgende Übung ausführen. Man nimmt sich pro Seite 32,5 Kilo, die schwingt man so locker hoch und dann macht man praktisch Schrägbankdrücken. Ganz easy, ganz locker flockig, überhaupt kein Problem. Ja, und trotz Fitness habe ich trotzdem eine Wampe, eine Plauze, eine Waschtrommel. Ja, wenn ihr noch Wörter habt für einen dicken Bauch, schreibt sie da unten mal in die Kommentare rein. Das wäre mal lustig. Momentan haben wir hier noch warme Temperaturen. Aber im Winter, da brauche ich hier so einen Heizer für die Hütte. Ich heiz das hier nicht auf 20 Grad. Ich mache hier 5 Grad. Das reicht mir dann völlig zu. Durch den Sport, da schwitzt man dann eh. Ja, und jetzt zeige ich euch hier das Wichtigste überhaupt. Das ist ein riesengroßer Spiegel. Da kann man dann seine Trainingserfolge begutachten. Jetzt ist aber genug. Ich will ja nicht eitel wirken. Jetzt werde ich mal nochmal probieren, meine fette Plauze oder die Waschtrommel in ein Sixpack umzuwandeln. Ein Sixpack wäre ideal. Aber ich glaube, in meinem Alter, ja, ein Double Pack vielleicht wird da funktionieren. So, ehe jetzt der Notarzt kommen muss, da höre ich lieber auf. Jetzt hole ich mir noch ein paar Tomaten von meiner Tomatenhecke. Da mache ich dann später noch ein bisschen Feta drauf. Und da habe ich ein richtiges proteinhaltiges Low-Carb-Essen. Ja, vielleicht wird es ja doch noch was mit dem Sixpack. Ja Leute, jetzt habt ihr mal gesehen, warum das hier der Garten mit Rendite ist. Weil ich spare mir nämlich mein Fitnessstudio. Das habe ich nämlich hier. Da kann ich mir 40 Euro im Monat sparen, oder was auch immer das kostet. Wenn ihr noch mehr so eine Videos sehen wollt, dann lasst ihr mich das gerne mal wissen, dann schreibt es mal in die Kommentare, da kann ich auch mal ein paar Trainingsvideos zeigen, wie ich so trainiere. Ja, und was richtig klasse wäre, wenn ihr mal ein Abo da lasst. Also über ein Abo, da würde ich mich echt richtig freuen. Also bis zum nächsten Mal, ciao!